Okay, das ist noch eine gute Info. Und das könnte uns auf jeden Fall noch helfen. Wir gehen erstmal wieder zur Sternkarte. Ja, da ist er ja. Einmal Deck 2, bitte. Ah, und ich habe die Rüstung angepasst mit der neuen Outfit. Die werden wir dann gleich beim Einsatz sehen. Ich hoffe, die gefällt euch. Und ja, ich habe ein bisschen Ressourcen gefarmt, das Schiff noch ein bisschen, ja, getuned. Und jetzt bin ich gerade hier bei Tuchanka, wo wir Mordin helfen sollen. Und das werden wir gerade als erstes machen. Und werden erstmal hier landen. Wen nehmen wir dann eigentlich jetzt mit? Dich vielleicht und... Moment mal. Mordin, das war doch das mit der Genophage. Nein, weißt du was? Abbrechen. Abbrechen, abbrechen, abbrechen. Ich möchte zurück. Scheiße, kann ich jetzt nicht mehr... annehmen. Kann ich das jetzt noch irgendwie... Ach, das wäre noch das da. Beenden. Ja, okay, ich kann es gar nicht mehr abbrechen. Gut, dann machen wir die Mission mal und vielleicht können wir das im Dialog noch etwas anders hinbiegen. Und yes, das ist die neue Rüstung. Die sieht doch geil aus, oder? Okay. Wo müssen wir überhaupt hin? Kommander der Kundschafter, Matchlabor, Unterton, Schamane. Ich muss jetzt mal ganz kurz schauen. Tuchanka, Gott, Mechaniker, das war das. Tain, Mordin. Tuchanka, Fessel, mal eine Frage. Okay, wo müssen wir jetzt genau hin? Fliegen Sie nach Tuchanka und alle sind mit der kundischen Lebenszeit? Sprichst du mit einem Clanführer oder einem Commander der Kundschafter? Das mit dem Kundschafter, das wäre dann da. Okay, gut, machen wir mal. Erstmal nochmal gucken. Er sieht so cool aus. Erinnert mich ein bisschen an Dragonheart. Also Gespräch mit dem Kundschafter oder dem Anführer. Beides ist akzeptabel. Außerdem sind infolge des Siegs über den Dreschlund mehrere Fortpflanzungsanfragen für Grunt eingegangen und eine für Shepard. Was? Für mich? Okay. Aber da vorne müssen wir hin. Ich mach schon nichts, keine Sorge. Reef hat gesagt, dass wir sie nicht umbringen dürfen. Schade eigentlich. Eine ordentliche Zielübung wäre schön gewesen. Was wollen Sie? Sie sind also verantwortlich für Irdnards Kundschafter. Wozu die Zeitverschwendung, auf Ungeziefer zu schießen? Munition ist das Einzige, was hier auf Tuchanka nicht knapp ist. Als Commander der Kundschafter muss ich ein Vorbild sein. Außerdem fallen die Drecksviecher über die Lebensmittelvorräte her, wenn sie zu viele werden. Und das geht gar nicht. Ja, ich glaube, den Dialog haben wir schon mal gehört. Danke für die Information. Komme ich aber nicht mehr zu der anderen Option. Was wollen Sie? Nochmal skippen, das hier. Ich suche einen Salarianer. Das Bloodpack hat ihn gefangen genommen und er wurde zuletzt hier in der Gegend gesehen. Ich habe von dem Salarianer gehört. Armer Kerl. Wenn's das Bloodpack war, dann hat ihn jetzt der Werelock klar. Ich habe einen meiner Kundschafter hingeschickt, um die Sache zu überprüfen, aber er kam nie zurück. Vermutlich haben sie ihn auch erwischt.
Der Chief hat gesagt, ich soll ihn einen der Trucks geben. Folgen Sie einfach dem Highway bis zu Warlocks Basis, wenn Sie den Mumm haben, gegen ihn und das Bloodpack anzutreten. Ja, wir machen das mal. Ja, und gleiche Besetzung. Moment mal. Es geht darum, einen Dritten hinzuzufügen. Ja, dann kommst du erstmal mit. Ah, nehm. Wer denn? Und da startet da schon die Action. Ah, ich freue mich. Eigentlich überhaupt nicht. Aber ja. Und mit was haben wir... Es ist jetzt zu... Oh, hier. Ist ja ganz einfach. Ja, noch. Mal schauen, was noch alles kommt. Da noch was? Nee, scheint nicht so. Aber ganz cool. Ja, natürlich. Oh shit. Yeah, direkt auf den Nicht. Ja, so war eigentlich noch ganz chillig. Ich nehm's zurück. Ah, blöde Barriere. War's das? Okay. Da haben sie endlich mal was gemacht, meine Kollegen hier. Ich mach eine andere Waffe. Bis da. Verstanden. Gut, wir gehen mal eins weiter vor. Mich verlässt niemand. Hätte lieber Rückenwind. Ja, Leute, es tut mir ein bisschen leid. Die Mission ist gerade nicht die beste. Wir müssen aus dem Britischen her. Sehr gut. Aber wie schaut es mit den Fähigkeiten aus? KI-Hacken. Und Aufspalten. Ich muss die Fähigkeiten mehr nutzen. Nice, wie die geht. Machen wir das hier. Sehr gut. Habt ihr? Kein Problem. Ja, okay. Das da. Nice. Dann werden wir auch hier jetzt wieder frei.
Dürfte ja eigentlich nicht allzu lang gehen, nachdem es eine Nebenmission ist. Sehr einfach. Widerstand, Widerstand. Das so und so und so. Na komm. Nice. Na, ab jetzt. Umfunktioniertes korganisches Krankenhaus. Stabil genug, um einigen Angriffen zu widerstehen. Ja, zumindest Leiche, vorerst. Ein Mensch. Kurze Untersuchung notwendig. Geschwüre, Tumore, Quetschungen an Handgelenken und Knöcheln, zahlreiche Injektionen an mehreren Stellen. Testobjekt. Opfer von Experimenten. Es lässt sich vermutlich nicht ermitteln, wer dieser arme Kerl war, oder? Keine Tätowierung, keine Identifizierung. Vielleicht Sklave oder Gefangener. Vielleicht Söldner oder Pirat. Nicht mehr von Bedeutung. Eindeutig Teil der Tests zur Heilung der Genophage. Menschen nützlich als Testobjekte. Genetisch vielfältig. Dadurch Erforschung von Behandlungsbedingungen möglich. Experimente an Menschen. Genau deshalb könnte man Cerberus fast für eine gute Idee halten. Habe selbst nie Menschen dazu benutzt. Widerlich, unethisch, unsauber. Wird von skrupellosen Forschern gemacht, nicht von Leuten, die nachdenken. Hat in wahrer Wissenschaft keinen Platz. Dass Korgana Menschen verwenden, ist keine Überraschung. Jetzt haben wir zwei Gründe, diesen Laden stillzulegen. Müssen zum Mählen. Den Toten hilft keiner mehr. Ihr seid einfach echt krank. Nee, das werde ich nicht unterstützen. Nice, ein paar Rohstoffe. Ich bin der Sprecher des Verloc-Clans, Außenweltler. Sie haben unser Blut vergossen. Eigentlich müssten sie längst tot sein. Aber Verloc Gold, der Chief aller Chiefs, hat befohlen, ihnen die Möglichkeit zur Flucht zu geben, damit sie allen mitteilen können, dass wir kommen werden. Korgana lassen normalerweise niemanden einfach so gehen. Was hat der Verloc-Clan vor? Wenn sie jetzt abziehen, können sie ihren Kindern erzählen, dass sie den Verloc-Clan gesehen haben, bevor unser Bloodpack die Sterne erobert hat. Halten sie die Artnot für beeindruckend? Sie sind bemitleidenswert. Verloc Gold wird sie vernichten. Der Salarianer wird die Genophage heilen und der Verloc-Clan wird sich auf einem Meer von Blut über die ganze Galaxie ausbreiten. Sieht aus, als hätten sie erkannt, woran Malen arbeitet. Ein unglücklicher Umstand. Zwickmühle. Jetzt war wieder das Gegenargument von ihm, dass man das ja braucht, weil sie sonst überall Krieg machen. Ich werde es nicht unterstützen, weil es eine falsche Sache ist. Es wird nicht einfach. Ich weiß nicht. Ich bin mal wirklich unschlüssig, was ich machen soll. Ich gehe mal mit dem Linken. Es muss nicht so ablaufen. Ich kann ja verstehen, dass Sie die Genophage heilen wollen. Nein, Mann. Sie verstehen gar nichts. Sie haben die Berge von Kindern nicht gesehen, die niemals leben durften. Den Korganern wurde Unrecht angetan. Wir werden alles wieder gerade rücken und Rache nehmen. Falsche Option, aber Diplomatie wäre definitiv besser. Die halbe Galaxie betrachtet die Korgana als Opfer. Wenn sie einen Krieg anzetteln, werden sie jede Unterstützung verlieren. Wir haben das Bloodpack und wir haben den Salarianer. Wenn unser Clan einmal in die Millionen geht, brauchen wir keine Unterstützung mehr. Wenn wir die Genophage heilen, herrscht Verloc Gold über alle Korganer. Und aus den korganischen Rebellionen wird das Korgane... Die überlebenden Spezies werden ihren Kindern Schreckensgeschichten darüber erzählen, was das Bloodpack mit den Turianern gemacht hat. Die Asari werden schreien, wenn ihre Zitadelle in die Sonne stirbt. Wir werden die Salarianer als Sklaven bewusst nicht und ihre Eier als Delikatesse verspeisen. Wenn sie so dumm sind, nicht zu fliehen, werden sie zu den Ersten gehören, die wir zertreten.
für Verloc Gold. Angriff! Ja, okay. Warte, jetzt hab ich gebracht. Oh, das wird kein gutes Ende nehmen. Schade. Ich dachte, das könnte man irgendwie anders lösen. Wenn wir da irgendwie mit Diplomatie vorankommen könnten. Da geht's vermutlich zu den Labors. Es riecht nach Desinfektionsmitteln. Das weist auf totes Fleisch hin. Bringen Sie uns einfach hin. Ja, vor allem... Naja. Hast du nichts dazu zu sagen? Aktive Konsole. Enthält vielleicht nützliche Daten. Moment. Gensequenzen. Stabile Hormon-Mutagene. Proteinketten, lebendes Gewebe, geklontes Gewebe. Sehr gründlich. Behandlungsansätze sind Standard. Keine aggressiven Immunsuppressiva zur Änderung des Hormonspiegels. Gut. Wäre schlimm gewesen. Wie war die Arbeit im Projekt zur Modifizierung der Genophage? Die besten Jahre meines Lebens. Mit neuen Ideen aufwachen, beim Frühstück darüber sprechen, den ganzen Vormittag experimentieren. Nachmittags statische Analysen, vor dem Abendessen neue Simulationen starten. Datendurchläufe während der Nacht. Lachen, Ego, Diskussionen, Leidenschaft. Das größte Problem der Galaxie lösen mit unbegrenzter finanzieller Unterstützung. Wir bekamen alles, was wir anforderten. Boah, bist du eklig. Wow. Ja, war ein Abstieg. Sie waren wohl ziemlich wichtig. Wie kam es dazu, dass Sie auf Omega Leiter einer Klinik wurden? Wollte Leute heilen. Viel erreicht in den letzten 10 Jahren. Etwas Leichtes, ohne ethische Bedenken. Verstehe Argumentation für modifizierte Genophage. Richtige Entscheidung. Aber manchmal immer noch Schlafstörungen. Haben Sie noch Kontakt zu Ihren früheren Teamkollegen? Nein, mit der Freisetzung änderte sich alles. Habe Testfreisetzungen bei isoliertem Korgana-Clan durchgeführt. Die Resultate waren positiv. Dann erfolgte Freisetzung auf dem Rest von Tuchanka. Ende des Projekts, Wege trennten sich. Habe Ende beobachtet. Absinkende Geburtenrate. Persönlich, privat. Für Team nicht geeignet. Wie können Sie dem Einsatz der Genophage zustimmen, Morden? Sehen Sie doch, was dadurch aus Tuchanka geworden ist. Lage von Tuchanka nicht Ergebnis der Genophage. Nuklearer Winter von Korganern verursacht. Lange vor Kontaktaufnahme der Salarianer. Entscheidungen der Korganer. Verweigerung von Waffenstillstand während der korganischen Rebellionen. Expansion nach den Rachni-Kriegen, Zersplitterung nach der Genophage. Genophage medizinisch, nicht nuklear. Viren verursachen keine Krater. Schadensursache sind Korganer, nicht Salarianer, nicht ich. Wenn die Korganer sich also zusammentun und eine gemeinsame Regierung bilden würden, fände das Ihre Zustimmung? Ja, vereinte Korganer haben Galaxie gerettet und Rachni vernichtet. Genophage keine Bestrafung. Modifiziert einfach Fruchtbarkeit als Korrektiv der Entfernung aus feindseliger Umwelt. Ah, ist ein bisschen zu einfach. Die meisten Leute würden die Entwicklung einer Seuche, die steril macht, nicht so gleichgültig abtun, Morden. Nicht Entwicklung, Modifizierung. Viel schwieriger. Arbeit innerhalb der Grenzen der bestehenden Genophage. 100-fach komplexer. Fehler nicht akzeptabel. Könnte totale Sterilität und bösartige Tumore verursachen. Könnte sogar Effektivität vermindern. Schlimmer als nichts zu tun. Mussten Korganer-Population stabil halten. Einer von 1000. Perfektes Ziel, optimales Wachstum. Wie beim Gartenbau. Wow. Einfach nur wow. Nee. Wow. Das geht so gar nicht. Wir werden Mailer nicht finden, wenn wir Konsolen anstarren. Los, weiter. Nein, das werde ich nicht unterstützen. Auf gar keinen Fall. Oh, was haben wir hier? Nee, auf das habe ich jetzt keine Lust.
Toter Korgana, weiblich. Tumore deuten auf Experimente hin. Keine Fesselung. Eine Freiwillige. Sterile Werlock-Frau unterzog sich freiwillig Experimenten. Aus Hoffnung auf Heilung. Sinnlos. Sinnlose Verschwendung von Leben. Was war sinnlos? Ihre Freiwilligkeit oder die Experimente des Doktors? Beides. Ihr Fehler ist verzeihlich, die Taten der anderen nicht. Ruhen Sie, junge Mutter. Finden Sie Ihre Götter und einen besseren Ort. Spiritualität hätte ich von Ihnen nicht erwartet, Marlin. Projekt zur Modifikation der Genophage hat Millionen von Leben verändert. Dann kam das Resultat. Ego und Demut nebeneinander, Zerbrechlichkeit des Lebens, Größe des Universums. Nach Abschluss der Arbeit Religionen befragt, verschiedene Spezies, keine Antworten, viele Fragen. Sie versuchen doch nur mit Ihrem schlechten Gewissen klarzukommen. Der Arzt, der Millionen von Leben ausgelöscht hat. Projekt zur Modifikation der Genophage war groß angelegt, wissenschaftlich brillant, aber ethisch fragwürdig. Reaktion der Korgana, schrecklich, tragisch. Nicht schuldig, aber verantwortlich. Bin ausgebildeter Arzt. Genophage beeinflusst Fruchtbarkeit, tötet nicht. Dennoch habe ich es verursacht. Blick aufs große Ganze durch Leichenhaufen erschwert. Können Sie das wirklich alles rational wegargumentieren? Wie rechtfertigen Sie das? Rat des Lebens. Beliebte Idee bei Salarianern. Ähnlich wie Hinduismus bei Menschen. Konzept der Wiedergeburt. Einladend, das Leben als endlos zu begreifen. Fehler im nächsten Leben korrigieren, lernen, anpassen, verbessern. Kann nicht glauben, dass das Leben hier endet. Zu große Vergeudung. Habe noch viel anzubieten, muss Fehler korrigieren. Hier kann nicht das Ende sein. Könnte noch so viel bewirken. Wenn Sie so sehr in sich gehen müssen, um darüber hinwegzukommen, war die Genophage vielleicht doch ein Fehler. Es musste getan werden. Rachni-Kriege, korganische Rebellionen, alles deutete auf Aggression durch Korgana. So viele Simulationen, Effekte des Populationswachstums bei Korganern, alles deutete auf Krieg hin. Auslöschung, Genophage oder Genozid. Die Galaxie vor den Korganern retten, Korgana vor der Galaxie retten. Sie hätten stattdessen ein Heilmittel für die Genophage entwickeln können. Das hätte den Korganern Hoffnung gebracht. Sie hätten sich darüber gefreut. Das setzt menschliche Reaktion voraus. Funktioniert bei Korganern anders. Unwirtliche Umwelt, Möglichkeit zur Flucht, Kampf. Hätte T'Chanka ins Chaos gestürzt. Sieger hätte Ökonomie im Kriegszustand gehabt. Blutrünstige Armee. Einzig logische Folge, galaktische Expansion. Mehr Krieg. Genophage hat Leben gerettet, die der Krieg vernichtet hätte. Sie waren also bereit, eine ganze Spezies auf der Basis einiger weniger Simulationen zu sterilisieren? Ja, Millionen von Daten lagen vor, jahrelange Diskussionen, zahllose Szenarien. Alle hielten Zersplitterung der Korgana für gefährlich, keine vereinte Kultur zur Stützung der Wiederbevölkerung. Es hätte Krieg gegeben, Turianer und Menschen hätten Korgana endgültig vernichtet, Genophage war besser, hat Leben gerettet. Sehen Sie sich die tote Frau an, Morden. Die haben Sie wohl nicht gerettet. Nein, sieht nicht so aus. Habe mit verfügbaren Daten gearbeitet. Einzige Option. Sonst keine mögliche... ist nicht mehr wichtig. Ein schwieriges Thema. Puh. Also... ich sehe beide Punkte, aber... ich kann die Genophage trotzdem nicht unterstützen. Nicht in dem Ausmaß. Das ist einfach falsch. Oh. Sie haben die Wachen des Bloodpack umgelegt. Nicht Bloodpack. Kein Mitglied des Warlock-Clans. Falsche Clanzeichen. Ich bin ein Kundschafter der Erdnut. Warlock-Wachen haben mich erwischt und... hierher gebracht. Sie sehen nicht gut aus. Sind Sie verletzt? Sie haben mir was gegeben. Sachen. Meistens Spritzen. Manchmal auch Gas. Hat mich krank gemacht. Fieber. Schmerzen. Kann kein Essen bei mir behalten. Sie werden die Genophage heilen.
Ich bringe ein Opfer. Für alle Kroganer. Sie sind jetzt sicher. Gehen Sie einfach zurück in Ihr Lager. Um die Werlock kümmere ich mich. Das dürfen Sie nicht tun. Sie dürfen sie nicht aufhalten. Verstehen Sie das? Sie heilen die Genophage. Sie sorgen dafür, dass alles besser wird. Deshalb müssen Sie weitere Tests machen. Vorsicht, Shepard. Patient instabil, beeinflussbar. Gehirnwäsche. Warum möchten Sie, dass Sie die Tests fortsetzen? Es ist meine Schuld. Ich wurde gefangen. War nicht stark genug. Nicht gut genug. Zu mehr bin ich nicht in der Lage. Ich habe alles gegeben. Ich bin nicht wichtig genug, um eine echte Chance bei den Frauen zu haben. Ich werde niemals eigene Kinder haben. Aber wenn ich helfe, die Genophage zu besiegen, bin ich jemand. Ihr Ego ist angeschlagen. Sie wurden gefangen genommen und geschlagen. Darum reden Sie sich ein, es diene einer wichtigen Sache. Das ist nicht wahr. Ich muss bleiben. Sie werden uns alle heilen. Sie sind kein echter Kroganer. Wenn ein echter Kroganer niedergeschlagen wird, steht er wieder auf. Bin ich doch. Ich bin jedes Mal wieder aufgestanden, wenn Sie mich niedergeschlagen haben. So oft. Sie liegen da wie ein Vorja, der sich im Schlamm suhlt. Wollen Sie weiter nur rumliegen, Vorja? Vorsicht, Mensch. Sowas sagt keiner zu mir. Niemand hält mich am Boden. Nein, das schafft keiner. Und jetzt zurück zum Ödnat-Clan. Bericht erstatten. Los, los! Voran! Gut gemacht. Zum Glück ist das Subjekt wahrscheinlich nicht ansteckend. Das war nicht das, was ich dachte, was passiert. Aber okay. Nein, will ich jetzt auch nicht machen. Okay. Gehen wir weiter nach hinten. Shepard, ich orte Kisten mit instabilem Inhalt voraus. Ein Fehlschuss könnte eine beachtliche... Alles klar. Aufpassen, wo ich hinschieße. Oder ein gut gezielter Schuss. Explosionen sind nützlich. Organische Panzerung. Direkt in den Schädel. Das kommt jetzt gerade recht. Mich verletzt. Okay, niemand. Haben wir noch mehr? Nimm das! Verstanden. Ja, dafür, ich habe kaum Munition für das Ganze hier. Nice. Oh, da lebt er. Okay. Ah, ich fühle mich so unwohl bei der Munde. Ich werde da sein. Ich bin dabei. So, bei der Mission wollte ich eigentlich gerade sagen. Sie hören alle mir. Einer von meinem Volk greift an. Kann ich nicht einfach wieder gehen? Bitte, danke. Okay, wer bist du? Oh, scheiße.
Ein Chief. Wir machen mal das, wir machen mal das. Das und das. Nächstes Feuerchen. Und nochmal das. Okay, gut. Dann wäre das mal vorbei. Ah, ist aber gerade so leid. Ich hoffe, ich kann noch bewusst irgendwie abtrünnig sein. Und mal sehen, ob sich das rechnen wird. Na, will ich jetzt nicht. Ich brauche keine Credits und so. Malen, am Leben, unverletzt. Keine Fesselungsmale, kein Zeichen von Folter. Verstehe nicht. Trotz Ihrer Intelligenz, Professor, ist es Ihnen immer schwer gefallen, Beweise zu akzeptieren, die Ihren Vorurteilen widersprachen. Wann werden Sie endlich akzeptieren, dass ich hier bin, weil ich hier sein will? Er wurde nicht entführt. Er ist freiwillig hergekommen, um die Genophage zu heilen. Unmöglich. Das ganze Team war sich einig. Projekt war notwendig. Wie hätte ich denn anderer Meinung sein sollen als der große Dr. Solus? Ich war Ihr Schüler. Ich habe zu Ihnen aufgeblickt. Die hier durchgeführten Experimente, lebende Testobjekte, Gefangene, Folter und Hinrichtung. Ihr Werk? Das Blut von Millionen klebt bereits an unseren Händen, Doktor. Wenn durch einige Opfer mehr alles wieder in Ordnung kommt, kann ich damit leben. Malon muss offensichtlich nicht gerettet werden. Was haben Sie vor? Ich muss das alles beenden. Sie können die Wahrheit nicht akzeptieren, richtig? Sie können nicht zugeben, dass Ihr brillanter Geist etwas Schreckliches verschuldet hat. Inakzeptable Experimente, inakzeptable Ziele, wird sich nicht ändern. Keine Wahl. Muss sie töten. Moment. Sie müssen das nicht tun, Morden. Sie sind kein Mörder. Nein, bin kein Mörder. Danke, Shepard. Ende. Malen. Raus. Kein Warlock übrig. Projekt beendet. Haben Sie keine Sorge, dass er seine Forschungen wieder aufnimmt? Nein, diese Anlage wird versiegelt und die Special Task Group unterbindet den Zugriff auf die alten Daten. Er könnte bei Null anfangen, würde aber Jahrzehnte dauern und ich habe Ihnen nicht alles beigebracht, was ich weiß. Sie haben den Professor gehört. Verschwinden Sie, bevor er seine Meinung ändert. Wo soll ich denn jetzt hin, Professor? Mir egal. Versuchen Sie es auf Omega. Die könnten noch eine Klinik brauchen. Die Kroganer haben nicht verdient, was wir ihnen angetan haben, Professor. Die Genophage muss ein Ende nehmen. Nicht so. Entschuldigung, Commander. Missverstandene Missionsparameter. Keine Entführung. Mein Fehler. Danke. Ja, es war jetzt nicht das Ende, was ich dachte, wo ich hingehen könnte. Aber gut, ist was ist. Haben wir hier sonst noch etwas zu tun? Melons Forschung, das einzige lose Ende, könnte sie zerstören. Ende, Sicherheit. Aber dennoch ist sie wertvoll. Aber wenn Sie sie für nützlich halten, warum sie dann nicht behalten? Jahrelang an Modifizierung gearbeitet, sollte alles zerstören. Malens Arbeit könnte Genophage heilen. Wäre möglich. Folgen für Kroganer. Folgen für Galaxie. Zu viele Variablen. Zu viele Variablen. Helfen. Sie bedauern, was aus den Kroganern geworden ist. Sie sehen die Schrecken, die Sie hier verursacht haben, aber Sie sehen auch den Verlust. Verschwendetes Potenzial. Das verdienen Sie nicht, Morden. Retten Sie die Daten. Stimmt, Shepard. Sichere Daten und lösche lokale Kopie. Heilmittel noch immer Jahre entfernt, aber besser als ganz von vorn zu beginnen. Fertig. Wir können gehen. Wir können T'Chanka verlassen. Irgendwo hingehen. Wo vielleicht die Sonne scheint. Okay, also wir haben jetzt die ganzen Forschungsdaten und eventuell bringt uns das noch eine Option viel später, dass wir das noch irgendwie einsetzen können. Ich weiß nicht, wie habt ihr euch entschieden? Was habt ihr da gemacht? Also,
ist eine unglaublich schwierige Situation und... Ich bin mir wirklich nicht sicher, was richtig und falsch ist hier. Ich meine, klar, die... Es ist schon eine harte Sache, das mit der Genophage, aber ich finde es nicht richtig. Egal, wie die Organe drauf sind, aber das ist einfach nicht der richtige Weg. Wir gehen jetzt erstmal... Verschwenden wir von hier. Wieso habe ich jetzt so plus 4 für Abgründe bekommen? So, sind wir jetzt dann wieder auf dem Schiff, oder? Ne, okay, wir sind hier. Okay, wir gehen auch erstmal wieder. Auswählen. Gut, und da sind wir wieder auf der Normandy. Ja, liebe Leute, das war's erstmal mit der Episode. Wir haben noch einiges zu tun. Wir haben ja noch ein paar Missionen, die wir noch machen werden. Und dann gehen wir ins Omega-Portal. Ja, bei der Citadelle hätten wir auch noch was, aber ist ein bisschen gering. Naja, also, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst es doch einen Kommentar da oder ein Like oder vielleicht sogar ein Abo. Und wenn ihr wollt, kommt auf unseren Discord-Server. Link in der Videobeschreibung. Bis denn dann.